Nun noch ein paar Anmerkungen bezüglich der Benutzung von Variablen. Wo kann ich Variablen definieren? Es gibt zwei Varianten. Einmal kann ich eine Variablendefinition dort anführen, wo ich auch Prozeduren und boolsche Funktionen definieren kann, nämlich außerhalb von Prozeduren und boolschen Funktionen, beispielsweise in Schritte gleich 0. Jetzt kommt hier die Main-Prozedur und ich verwende in der Main-Prozedur diese Variable. Das nennt man globale Variable. Die zweite Variante ist, die wir auch gerade in dem Beispiel genutzt haben, als Anweisung. Hier wird in Schritte gleich 0 innerhalb des Prozedurrumpfes hingeschrieben. Das ist also eine Anweisung. Und Schritte wird hier benutzt. In diesem Fall spricht man von lokalen Variablen.